Willkommen zurück im nächsten Part. Ich habe mich schon mal zu Shanis Haus bequemt. Jetzt bitte, alte Vettel, lass mich rein. Was will... Ich bin gekommen, um Shani zu besuchen. Sie ist mit Saubermachen. Ich habe einen Termin. Hat eure Mutter euch keine Manieren beigebracht? Sie würde sich gewiss nie verzeihen, dass sie so... Aber... Und hier sind wir rausgeworfen worden. Probier's nochmal. Es ist jedes Mal so ein Trinkspiel, dass man an der Alten vorbeikommt. Was? Geht's? Hinaus! Schade. Vermaledeit, wie komme ich denn jetzt zu Shani? Das. Ich bin gekommen, um... Der weiße Frost. Der weiße Frost. Ich habe kein Geschenk für sie. Oder doch? Handschuhe hätte ich. Okay, auch nicht. Kruzifix. Dem Drachen muss man echt vorbeikommen. Willkommen. Ich muss hinaus. Aber. Jetzt wollte sie wieder mit mir saufen und mich dann wieder rausschmeißen, wenn ich besoffen bin. Hey, sieh's doch. Es gibt nur eine einzige Option, die okay ist. Und zwar das. Alt, grau und eine Nervensäge. Ihr solltet euch schämen. Ach, scharfzüngig ist er auch noch. Geht, aber seid nicht überrascht, wenn sie euch erdolcht. Ich verstehe das nicht. Das ist die einzige Option, die möglich ist. Faszinierend. Also, Shani wieder in ihrem Nachtgewand. Ja. Ich habe ein Problem. Ja? Wie ich hörte, habt ihr Kohlen gesehen, kurz bevor er starb. Das stimmt. Woher wisst ihr das? Ich fand sein Schwert. Er starb bei der Schlacht von Brenner, auf meinem Operationstisch. Ihr seid Medizinerin in Brenner gewesen? Da habe ich an der Seite eines Chirurgen namens Rotschopf gearbeitet. Der beste Arzt, den ich je gekannt habe. Gekannt habe? Er starb, als die Katriona-Pest ausbrach. In Maribor. Obwohl er ein Halbling war, konnte er operieren wie sonst keine. Bei ihm sah alles so einfach aus. Näht rot an rot, gelb an gelb und weiß an weiß mit dem Faden, das kann nicht schaden. Ach, das könnt ihr nicht verstehen. Das tut mir leid, Shani. Ich kannte ihn nicht. Wisst ihr etwas über sein Schwert? Nein, aber fragt den Zwerg Sultan Shivai. Sein Wissen über Waffen ist beispiellos. Und wieder zum nächsten. Wir müssen mit Zoltan reden. Vielleicht kann man mit Shani aber ja nochmal was anderes diskutieren. Vielleicht hat sie jetzt mal was Neues. Ja. Shani. Ich wollte reden. Was ist? Manchmal träume ich von der Schlacht von Brenner. Ach, immer noch dasselbe. Tut mir aber durch. Danke. Nicht. Gut, das Neues hat die Kleine nicht. Aber irgendwann müssen wir da noch was mit der klären. Wir haben nämlich noch immer noch den alten Freund als Quest. Es kam da bis jetzt noch nichts Neues. Sultan Shivai, wo finde ich dich jetzt, du alter Gauner? Den sind Meuchler. Den rennen wir jetzt mal nicht in die Quere. Ich habe allerdings gerade noch ein Haus gefunden, bei dem wir noch gar nicht waren. Und zwar hier, die Straße, sind wir noch nie hochgegangen. Da leben ein paar Anderlinge und ich habe ein Buch gefunden. Wieder die Anderlinge, Anonymous, das Hassbuch auf die Anderlinge. Oh, vielleicht waren wir hier doch schon mal drin. Gehen wir mal kurz nach oben. Zwerge, 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 Zwerge. Alles voller Zwerge. Aber wir waren eindeutig noch nicht dort drin, sonst hätten wir den wertvollen Alkohol schon mitgehen lassen. Und dann gehen wir einfach davon wieder raus. Ah, das ist abgeschlossen. Auch abgeschlossen. Man kann nur hinten raus, okay? Mein Volk stirbt und ich kann nichts dagegen tun. Tja, das ist natürlich blöd.
wo kriege ich denn jetzt Zoltan her? Wo ist denn der kleine Giftzwerg? Könnte sein, dass der bei Vivaldi ist. Da war er ja schon mal. Oh, der ist im haarigen Bären. Ach ja, immer auf der Suche nach irgendwelchen Leuten. Nein, da ist nur der Vivaldi selbst. Na, dann denke ich, dass wir Soltan wohl in der Kneipe finden werden. Zu dieser späten Stunde. Und dann war es das eigentlich, glaube ich, mit den Quests, die wir offen haben. Dann haben wir eigentlich nur noch, dass wir zu dem Detektiv gehen können. Jetzt bitte sei da. Soltan, Soltan, Soltan. Nein, er ist natürlich nicht da. Dann machen wir das ganz anders. Generell den wertvollen Alkohol mal raus hier. Kohlemark. Fistek, den Grau. Die weg. Und dann holen wir uns hier aus. Bis zum Mittag. Ich glaube nämlich, mittags rennt Soltan immer oben im Anderlingsviertel rum. Da müssen wir ihn so auffinden. So, Soltan. Ihr kämpft wie ein Mädchen! Irgendwo da wieder sein. Der Name Köhen ist aber auch sehr besonders. Also was habe ich auch noch nicht gehört. Also hier unten ist er nicht. Bei dich, Geralt, du musst ihn finden. Vor uns nur Pechschwarz. Stadtwache. Armer Junge. Gärtner. War das ein Anblick? Es heißt, die Rüstung von Jack der Aldersberg strahlte so hell, dass sie die Sünder blendete. Und seine Ritter waren einfach bildschön. Schade, dass ich das verpasst habe. Ah ja. Ein Ritterzug. Ich habe unter Baradur Elsky. Wo ist er denn? Ich guck mal kurz in Vivaldis Haus nach. Vielleicht ist er jetzt da. Tatsache, Soltan ist hier. Ja? Könnt ihr mir etwas über mein Silberschwert erzählen? Was? Ich? Ein einfacher Zwerg? Shani meinte, dass euer Wissen über Waffen beispiellos ist. Na gut. Versilberte Klinge, ein Kern aus Stahl eignet sich als Zweihänder. Solide Handwerkskunst, aber nicht perfekt. Von Runen habe ich keinen blassen Schimmer. Danke. Kein Problem. Ah ja, von Runen. Besitzt ein echtes Hexerschwert von höchster Qualität. Quest abgeschlossen. Das war's schon. Sonst nix. Okay. Dann auf zu Raimund. Das ist das Letzte, was wir machen können an Quests. Sonst dürften wir nichts mehr offen haben. Monolithen fehlt uns. Noch ein Stein. Alter Freund, kommt nix. Geheimnis des Jäger. Ja, das ist das Letzte. Na dann, Raimund. Was zum Teufel? Ihr seid tot! Auf sie! Verschont keinen! Danke, Geralt. Ihr habt mir das Leben gerettet. Die Dreckskerle haben sich hier eingeschlichen. Irgendwie wussten sie, dass ich hinter ihnen her bin. Wer? Was ist passiert? Die Salamandra. Ich war einen Schritt davon entfernt, das Rätsel zu lösen. Einen winzigen Schritt.
Beruhigt euch, Raimund. Ihr seid jetzt in Sicherheit. Wohl kaum. Die folgen mir Tag und Nacht. Ich muss sie irgendwie abschütteln. Was sollen wir tun? Ich lege eine falsche Spur. Ihr verhört die neuen Verdächtigen. Wen? Hier, nehmt diese Notizen. Da stehen die wichtigsten Anhaltspunkte. Was habt ihr jetzt vor? Sie sind mir auf den Fersen, also muss ich verschwinden. Ich werde sie ablenken. Ihr müsst die Nachforschungen von nun an übernehmen. Ich werde euch finden, weißer Wolf. Okay. Also, neuer Verdächtiger auch noch der Kaufmann Leuwarden. Aber für die Unschuld von Leuwarden haben wir schon was gefunden. Also ich muss jetzt nochmal mit den Verdächtigen über Kreuzverhör... ja genau. Über ein Kreuzverhör. Mein Gott. Artiges System reden. Also Leuwarden ist unschuldig. Boxfleisch muss ich reden. Kalkstein, Thaler und Vincent. Ich benötige mehr Beweise für ihn. Wie soll ich das machen? Vielleicht mal mit Raimund versuchen noch zu reden. Willkommen. Erzählt es mir. Wartet. Vergesst nicht, ich habe Unkosten. Wie viel schulde ich euch? 200 Orens. Wow. Diese Untersuchung wird langsam teuer. Ich bin kein Prophet und ich lebe nicht von Wurzeln und Beeren. Meine Informanten auch nicht. Ich garantiere euch, das deckt kaum das Notwendigste ab. Für 200 Orens bekäme ich... Es kostet, was es kostet. Nehmt es oder lasst es bleiben. Tatsächlich. Ja? Bis später. Ich glaube, ich habe mal 200 Orens. Gehen wir erstmal zu Leuwarden. Ich habe echt kein Geld mehr. Herr Malöwe schickt mich. Was liegt an? Er hat neue Informationen. Ihr sollt so schnell es geht in sein Haus kommen. Danke für die Nachricht. Okay. Jetzt sollen wir also wieder zu ihm zurück, aber... Ich werde erstmal gucken, dass ich da noch was verkauft bekomme, etc. Ach, vermaledeit. Wie ich keine Ahnung habe. Aber wir haben irgendwo eine Rune her. Und ich brauche Geld. Aber ich habe nichts mehr. Ich habe auch keine Aufträge mehr. Gefall ich euch? Verdammt. Leuwarden, wo bist du? Da unten. Quest beenden wir mal schnell. Ui. Ja? Ich habe meine Ermittlungen abgeschlossen. Also gut, sprecht. Wenn ihr nicht mit den Salamandra arbeitet, wer seid ihr dann? Ein bescheidener Kaufmann. Gestattet mir, euch zum Dank ein Geschenk zu geben. Lasst die Ausflüchte, Deklan. Dieses Symbol steht für meine Geheimgesellschaft. Wir wollen die Salamandra vernichten. Habt ihr etwas Nützliches erfahren? Die Salamander haben viel riskiert. Ich sage euch, dies ist eine politische Angelegenheit. In Redanien läuft ein größeres Ränkespiel ab. Nur wenige Menschen sind eingeweiht. König Voltest, die Loge der Zauberinnen und ich behalten die nördliche Grenze im Auge. Was hat das mit den Salamandra zu tun? Asa Yavet hat eine Spezialeinheit nach Norden geschickt. Meine Männer haben sie gesehen. Auch er weiß, dass sich etwas zusammenbraut und trifft Vorkehrungen. Interessant. 500 Orens erhalten. Wir können uns die Informationen leisten. Nice. Okay, wir machen hier im nächsten Part weiter. Bis dann, Leute.